Ja, bevor wir zum Podiumsgespräch kommen, haben wir ja noch ein Thema zwischen reingeschoben. Die Frau Dr. Nancy Hecker-Denschlag ist zu uns gekommen. Es geht um das Thema Discovery Center, Einstein Discovery Center. Die meisten von Ihnen werden es, denke ich schon, der Zeitung oder den Medien entnommen haben. Ich denke, das ist ein großes Glück, dass wir so etwas hier in Ulm aufziehen. Und spätestens, als dann noch prominente Worte, prominente Personen genannt wurden, spätestens, als sie 11-mal Grundsteinlegung mit 100.000 Euro durch die Lande gerufen haben, spätestens da war es dann, denke ich mal, durch. Ne? Sie haben angerufen, wir haben die Hand gereicht und ich bin sehr froh, dass Sie hier sind. Wir haben so, also es ist jetzt digitale Transformation in dem Sinne natürlich, was Einstein alles für die Digitalisierung gemacht hat. War ich ganz baff. Frau Hecker-Denschlag ist leitende Physikerin, kann man das so sagen? Sie sind Physikerin, ne? Ja, bei Zeiss in Oberkochen und ja, insofern auch vom Fach. Ich hatte mal Physik-Leistungskurs, aber bitte fragen Sie mich gar nichts heute in der Richtung. Okay, also, die Bühne gehört Ihnen und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Wir können nachher noch eine Minute vielleicht, je nachdem, wie es rausgeht, plaudern. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt und das Publikum natürlich auch auf Sie. Sie fragen sich vielleicht, was hat unser Ulmer Bürgerprojekt, ein Einstein Discovery Center mit Digitalisierung zu tun? Aber ich würde zeigen am Ende, wie viele Digitalisierungsprobleme und Herausforderungen wir haben mit diesem Projekt. Aber ich möchte erst eine Frage stellen. Wer kennt unser Projekt denn hier? Ein bisschen Hände hoch. Und wie viel wissen über Details über uns? Weniger. Gut, dann ich mache kurz einen Überblick. Und dann gehen wir durch. So, Albert Einstein war hier in Ulm geboren und als promovierte Physikerin ist das super wichtig. Oh, ich habe den Clicker nicht hier. Ist das das? Ja. Was will unser Verein? Wir wollen Einstein würdigen. Wir wollen ein Albert Einstein Discovery Center hier in Ulm errichten. Wir wollen einen Standort in der Nähe vom Hauptbahnhof, sehr wichtig. Und wir wollen, sehr wichtig, Digitalisierung, auch Nachwuchsförderung hier in Ulm vorantreiben. Was ist unser Verein? Wir heißen Albert Einstein Discovery Center. Wir sind ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. Wir wurden im September 2016 und wir haben knapp 1200 Mitglieder zurzeit. Unsere Webseite können Sie anschauen und mehr von uns sehen. Aber wir haben nicht nur einen gemeinnützigen Verein hier in Ulm, sondern wir haben auch in den USA ein 501c3 Corporation. Das ist ein Non-Profit in den USA und wir sammeln momentan fast mehr Geld aus den USA als Ulm. Vielleicht können wir das ändern. wir wollen hier an K1, Sie kennen das wahrscheinlich als diese SWU-Gelände. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier die Optionierung letztes Jahr von unserem ehemaligen Bürgermeister Herr Zischen, der Gemeinderat, bekommen haben. Und es geht darum, was bauen wir denn dort? Und hier ist die Optionierung, die wir bekommen haben. So, wir wollen dort etwas denn bauen. Und wen haben wir das zu bauen? Ich hoffe, dass der Name Daniel Liebeskind etwas dann sagt. Der war der Master Designer für die World Trade Towers in New York und auch das Jüdische Museum in Berlin und viele anderen. Und wir bringen ihn nach Ulm. Der ist bei uns momentan und macht Entwürfe für unser Discovery Center an diesem Grundstück. Was wichtig ist, wir haben auch die Namensrechte. Ich weiß nicht, ob das klar ist, aber der Name Albert Einstein ist geschützt. Sie dürfen das nicht verwenden für Socken oder T-Shirts oder sowas, außer. Und das ist genehmigt worden von der Hebrew University. Es ist auch getrademarkt und alles ist in trockenen Tüchern. Okay, aber wir haben einen Vertrag mit der Hebrew University. Wir dürfen den Albert Einstein Discovery Center Albert Einstein nennen. Wir dürfen auch in Zusammenarbeit mit denen und das ist sehr wichtig, weil sie bauen auch ein Einstein-Archiven in Jerusalem und wer ist der Architekt dort? Daniel Liebeskind. So, wir bauen eine Brücke zwischen seinem Geburtsort Ulm und seinem Nachlassverwalter in Jerusalem in Israel. Okay?
Was ist auch super wichtig, ich würde behaupten, wir sind nicht so bekannt vielleicht als SSV Ulm, aber wir haben 3 Nobelpreisträger als Schirmherren. Das passiert nicht so häufig und das wird erweitert in der nächsten Zeit, so wir sind gut dabei. Und wir wollen 4 Dinge in der Discovery Center dann machen. Erstens, wir wollen natürlich über Albert Einstein, seinen Werdegang. Wir wollen Science Center haben, wo man experimentieren kann. Und wir wollen auch zeigen, was hat Einstein, wir haben diskutiert über die Digitalisierung, das können wir danach ein bisschen mehr machen, was hat Einstein gewirkt, was hat er getan, dass unsere Welt geändert hat. Da kommt man dann rein und lernt alle diese Themen. Und wir haben auch Einsteins Träume. In diesem Teil werden Leute wie die Universitäten dort Ausstellungen machen. Wir können auch die Zukunft dann zeigen. Wir haben hier heute viel über Artificial Intelligence. Wir haben auch vielleicht Batterieforschung können wir dort ausstellen. Alles, was zukunftsmäßig ist. Das heißt, es wird ein lebendiges Entwicklungsort, Discovery Center für Nachwuchs, das auch sehr wichtig ist für unseren Wohlstand hier in der Ulmer Gegend. Was sind unsere Ziele für 2024? Wir haben Daniel Liebeskind beauftragt, der arbeitet momentan an Skizzenentwürfen. Seien gespannt, was dort an diesem Standort bei der K1 entwickelt wird. Wir sind dabei, auch unser Konzept weiter zu bearbeiten, damit es zu dem Punkt kommen kann, wo wir erzählen können, was genau kommt denn drin und wie würde das denn ausschauen in so ein Liebeskind-Gebäude. Und was super wichtig ist auch dabei, dass wir Crowdfunding, Werbung dafür machen. Ich weiß nicht, wer kennt unsere Crowdfunding-Aktion? Ein paar Leute. So. Wir haben eine Crowdfunding-Aktion, wo wir von der Stadt Ulm die Backsteine vom Albert Einsteins Geburtshaus bekommen haben. Vielen Dank, Stadt Ulm. Und von diesen Backsteinen schneiden wir kleine Würfel. Und jede Würfel kommt aus einer Tafel. Und weltweit vermarkten wir diese Steine als Spende. Das heißt, in der ganzen Welt kann jede Person uns 100 Euro oder mehr spenden und kriegt ein Stück aus Ulm, aus Albert Einsteins Geburtshaus. Sie sollten die Webseite dann anschauen. Es gibt einen 90-Sekunden-Film. Ich würde dann empfehlen, dass Sie das anschauen. Wir wollen diese Crowdfunding-Kampagnen bekannter machen, weil dort werden wir von der ganzen Welt Geld nach Ulm bringen. Okay? So, das sind so unsere nächsten Schritte. Ja, Richtung stimmt, ja. Und auch, was wichtig für uns ist, dass wir haben sehr viel Geld bis jetzt gesammelt, aber wir wollen Key Investor bekommen dieses Jahr. Unser Ziel ist dieses Jahr 500.000 zu sammeln. Wir sind fast ein Fünftel dabei, aber wir brauchen Unterstützung. So, das sind unsere Ziele für dieses Jahr. Und jetzt kommt, wie spielt Digitalisierung ein bisschen eine Rolle? Die erste sind kurzfristige und langfristige Ziele. Man muss dann schauen, erstens haben wir wie alle Firmen, wir sind eine ziemlich großer Verein. Wir haben unsere Datenbank. In unserer Datenbank verwalten wir alle Mitglieder, aber auch alle Spender. Und das ist super wichtig mit dieser IT-Sicherheit. Wir haben unsere Crowdfunding-Aktion hat einen Webshop. Dahinter. Dieser Webshop liefert alle unsere Daten in unsere Datenbank und mit DSGVO und so weiter haben wir die Daten von unseren Sponsoren in der Datenbank, damit wir sie ansprechen können. So, das ist ein super wichtiges Thema. Und was wichtig ist, ist diese IT-Sicherheit. Man hört immer zum Beispiel, unsere Datenbank liegt momentan bei Wilken Software Group und die hatten letztes Jahr auch ein Video. Wie die Technische Hochschule auch einen Angriff gehabt. Und man sieht, wie schwierig das ist. Und deswegen ist das ein großes Thema für uns, besonders wenn man weltweit eine Crowdfunding-Kampagne dann hat. Wir machen sehr viel Werbung über Social Media, weil das sollte auch junge Menschen dafür interessieren und das ist auch eine Kommunikation. Nicht so viele junge Leute leider lesen Zeitungen heutzutage, wo wir reinkommen. Es gibt viele Berichte von uns in lokalen Zeitungen, aber die meisten schauen Social Media, so wir müssen Social Media aktiv. Und auch unsere Crowdfunding-Aktion, ich habe gesagt, wir werden das vermarkten. Wir haben die digitale Welt, ist super wichtig, damit man unser Message rausbringt, was machen wir, wie machen wir das und dass sie uns unterstützen können. Wir müssen das kombinieren zwischen digitale und herkömmlicher Vermarktung.
Und natürlich langfristig, wenn das Discovery Center steht, dann gibt es alles, was wir dann brauchen. Wir werden sicher Ticketing und Werbung für das Discovery Center. So die digitale Welt wird eine große Rolle auch für unser Bürgerprojekt für die Stadt oben dann bringen. Und hier könnten Sie dann uns folgen, wenn Sie mehr Informationen haben wollen, nicht nur aus der Zeitung. Vielen Dank. Und habe ich geschafft. Ja. Nee, vielen lieben Dank. Ich denke, das war sehr eindrücklich. Mhm. Ich würde gar nicht mehr viel dazu erzählen und auch fragen. Ja, Sie haben gefragt, was hat Einstein mit Digitalisierung zu tun? Ja, können Sie ja gleich erklären. Ich wollte nur noch mal kurz auffordern. Ne? Also, es geht ja um Geld. Ne? Also es geht um Geld und Mitmachen und damit wird langfristig ja auch die Standortattraktivität. Bleiben Sie ruhig. Ich komme ruhig hoch. Komm. Ich wollte nicht runter. Kein Problem. Es geht um die Standortattraktivität. Es geht um ein super schönes, tolles Projekt. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen Zweck und Ziel der ganzen Geschichte. Ne? Wenn alle am selben Strang in dieselbe Richtung ziehen, geht es meistens ein bisschen leichter. Mhm. Und das war vielleicht auch so ein bisschen die Aufforderung durch Sie. Ne? Und wir haben heute 240 Unternehmer, Unternehmerinnen hier sitzen. Und ja, wer noch nicht mitmacht, also kann gern mitmachen. Man kann Geld auf verschiedenste Art und Weise loswerden, haben wir gesehen. Es gibt Fußball, es gibt... Einstein Discovery Center. Aber wie gesagt, ich denke, das war so ein bisschen die Gelegenheit, die wir beide auch ausgemacht haben, dass Sie mal hier präsentieren können, weil zum einen vielen Dank dafür, auch wirklich hochinteressant. Zum anderen natürlich, ich sage mal so, der Bezug zur Digitalisierung ist ja nicht so weit weg. Ne? Vielleicht können Sie da noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Über die digitale Welt brauchen wir ein digitales Kommunikationssystem wie Glasfasertechnik. Und Einstein war maßgeblich beteiligt an die Entwicklung von, das war meine Zeit, jetzt. Moment. Okay, gut. Ohne Albert Einstein hat stimulierte Emission, die Theorie zu stimulierter Emission gestartet. Stimulierte Emission kennen wir heutzutage als Laser. Laser, the Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Und der hat das vor über 100 Jahren gestartet, die Entwicklung von Laser. Und Laser nutzen wir mit Glasfaser. Und Glasfaser kommuniziert die gesamte Bits und Bytes, die wir alle besprechen. So, er ist beteiligt an das. Und wenn man überlegt, dass wir alle unsere Navis nutzen, jeden Tag zu navigieren und die Zeiten... ich stoppe. Nein, aber alles gut. Manchmal auch mit dem Fahrrad, habe ich gemeint. Also GPS, super Stichwort. GPS ist auch, weil die Uhren laufen anders bei Satelliten als hier auf der Erde und die müssen synchronisiert werden. Und Relativitätstheorie spielt auch hier eine Rolle. So, Albert Einstein ist jeden Tag in unserer Tasche. Er ist jeden Tag dabei, wenn wir Daten austauschen zwischen Firmen, wie wir heute gesehen haben. Und er ist hier, Albert Einstein ist hier in Ulm geboren, Leute. Das werden viele Touristen hier bringen. Es wird unser Wohlstand in der Stadt bereichern. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Ja. Danke.